Hi zusammen zum Oil-Quickie diese Woche. Es geht um Lavendel. Die meisten von euch kennen Lavendel als ein ätherisches Öl, das wir gerne nehmen, um uns zu beruhigen oder wenn wir nicht schlafen können. Also das haben schon sehr viele zu Hause, selbst wenn sie jetzt noch nicht irgendwie die doTERRA zu Hause haben, haben sie Lavendel. Wir haben vielleicht ein Lavendelsäckchen, Lavendelspray und Lavendel regt immer uns so an, zu uns zu entspannen. Heute möchte ich aber nicht nur über die Entspannung von Lavendel reden, sondern wieder über den emotionalen Benefit von Lavendel. Und das ist das Öl der Kommunikation, der Sprache. Das wissen die meisten erstmal nicht, wenn sie Lavendel hören. Und ich habe es für mich jetzt auch wieder neu entdeckt, weil es nämlich gerade genau in die Richtung geht, wo für mich persönlich gerade meine Herausforderung, meine Challenge liegt. Also, Lavendel als das Öl der Kommunikation. Was heißt das? Kennst du das vielleicht, dass du sowas runterschluckst, was du eigentlich sagen wolltest? Und das hängt dir dann hier so wie so ein Kloß. Und manchmal schnürt es dann richtig den Hals zu. Und wir trauen uns vielleicht einfach auch nicht, unsere Wahrheit zu sagen. Ja, das brodelt dann so ein bisschen in uns. Und wir denken so, ich kann das jetzt nicht sagen. Ich darf das jetzt nicht sagen. Und das hat ganz viel damit zu tun, was wir uns trauen auch zu sagen. Ja, weil das bedarf schon einer gewissen Courage, einem gewissen Mut, auch seine eigene, also ich für mich, meine Wahrheit zu sprechen. Und das muss nicht deine Wahrheit sein. Und vielleicht findest du das gar nicht cool, was ich dir jetzt zu sagen habe. Aber manchmal muss ich für mich selber einstehen. Und ich persönlich weiß, dass ich damit ein Problem habe. Ich glaube, in der Vergangenheit war ich sehr stark ein People-Pleaser. Also jemand, der eher etwas nicht sagt, auf die Gefahr hin, dass der andere mich dann doof findet. Ah, das haben wir alle, wir wollen alle irgendwie gefallen, wir wollen alle everybody's darling sein. Und ist im Moment, und es ist auch allgemein gerade die Zeit, mehr und mehr zu seiner eigenen Wahrheit zu kommen und auch dazu zu stehen. Und von daher benutze ich gerade Lavendel sehr stark auf meinem Kehlchakra, auf Vishuddha-Chakra. Vielleicht hast du das schon mal gehört im Yoga. Das ist da, wo sich unsere Stimme formt, aber auch unsere Sprache rauskommt. Ja, am Ende mit meinen Worten, mit meiner Sprache, gebe ich ja dem, was in mir ist, überhaupt Ausdruck. Und von daher hilft Lavendel bei der Kommunikation. Aber alles, was eher eingeschnürt ist und was du bis jetzt noch nicht rausgelassen hast. Ja, zudem ist Lavendel natürlich mega als Öl, das dich schon am Abend runterbringt, also in den Diffuser geben, auf die Fußsohlen reiben. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser. Das kann nämlich eine Menge. Alles, was an Schock kommt, wo wir einen Schockmoment haben, und das kann auch eine Verletzung sein, eine Verbrennung, ein Schnitt oder sowas, wo das Gewebe ein Trauma erlebt, auch da hilft Lavendel erstmal, na, die Zellen zu beruhigen. Also von da habe ich Lavendel als Ersthelfer immer, wenn ich mir weh tue, auch zur Hand. Und jetzt gerade im Sommer, wenn du dich mal draußen an der Sonne ein bisschen mehr verbrennst, ist auch Lavendel unheimlich beruhigend und regenerativ für die Haut. Am Abend Lavendel mit Wild Orange gepaart ist ein super Tipp. Also es hilft mir auch zum Schlafen ganz gut, weil Wild Orange auch diese beruhigenden Qualitäten hat. Und zusammen ist das sehr schön, weil manche verbinden mit Lavendel so einen muffigen Geruch und denken irgendwie an die Oma oder an die Mottenkugeln. Also ich muss sagen, dass Lavendel von doTERRA riecht alles andere als muffig, sondern sehr frisch. Es kommt aus Bulgarien, da gibt es wunderbare Lavendelfelder und wird auch direkt dort abgebaut und destilliert. Du könntest es sogar auch innerlich einnehmen. Also wenn ich mal absolut nicht schlafen kann, nehme ich sogar mal 2-3 Tropfen in einer Veggie Cap. Wenn ich aber nochmal zur Sprache zurückkomme, dann ist für mich auch neben Lavendel das gute Spearmint. Ein tolles Öl, das passt jetzt gerade auch farblich ganz gut zu meinem Dress. Spearmint als das Sprecheröl, das Speaker Blend. Natürlich frisch auch, ist auch so, ne, minzig, aber auch das reibe ich mir sehr gerne auf die Kehle, auf mein Kehlchakra, bevor ich rausgehe und eine Yogastunde unterrichten muss oder einen Vortrag halte. Also alle die viel sprechen, die profitieren auch sehr von Spearmint. Aber das ist eher so ein bisschen, was die Stimme wahrscheinlich ölt oder so der Stimme einen wohltuenden Klang gibt.
Ja, das ist Spearmint. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Lavendel, das ist eher dieses, ja, ich traue mich. Ich traue mich da einfach für mich einzustehen und auch, wenn es dem anderen nicht gefällt, dem zu sagen, so und so sehe ich das, meinen Standpunkt und meine Sicht einfach zu vertreten. Und gerade, also ich höre immer, das ist ein kleines Side-Note und vielleicht interessiert dich das auch, was da oben planetarisch und astrologisch losgeht. Und da verweise ich mal auf den Astropod, der ist sehr gut mit dem Alexander von Schlieffen. Und auch da ist es einfach gerade planetarisch, nämlich an der Zeit, dass wir alle die Courage und den Mut haben, ja, rauszugehen mit unserer Wahrheit und einfach für uns selber einzustehen. Weil wir haben nämlich drei Planeten im Moment, die rückläufig sind. Das ist der Mars, der Saturn und der Neptun. Alle drei befinden sich, ich glaube, noch bis zum Ende des Jahres irgendwie so in dieser Rückläufigkeit, was eigentlich gar keine Rückläufigkeit ist. Aber in dem Astropod erklärt der Alexander das viel besser. Aber es geht genau um das. Und dieses Thema, und das fand ich so spannend, dass nicht nur mein Thema gerade irgendwie vielleicht das Thema auch von vielen ist, sondern auch von oberster Stelle irgendwie so ein bisschen allgemein dahin geht, ne? Für uns alle einfach mehr uns selber einfach wahr und wahrhaftig zu bleiben. Genau, also stell dich den Debatten, die es vielleicht zu debattieren gibt. Und das heißt ja nicht, dass man sich streiten muss. Diskutieren bedeutet ja einfach nur, einen Standpunkt auszutauschen und mal vielleicht seine Meinung in der des anderen einfach widerspiegeln zu lassen und sich einfach mal ein bisschen zu reiben und dann auch wieder zu einem Konsens zu kommen. Also in dem Sinne, raus aus der Komfortzone, Lavendel auf die Kehle und rausgehen und seine Wahrheit sprechen. Das ist so mein Thema die Woche mit Lavendel, vielleicht ein neuer Aspekt, den du noch nicht kanntest. Und ich wünsche dir einfach, dass du für dich einfach deine Stimme findest und wie ein Löwe da rausgehst und auch mal brüllst. Alles Gute für dich, Namaste und danke, dass du immer wieder dabei bist und meine Oil-Quickies guckst. Ich hoffe, sie taugen euch und ja, ich mache damit gerne weiter. Tschüss!